Frische Suppe mit Gemüse, Eierstich, Klößchen und jede Menge Rindfleisch. Oder wie wir hier in Buxtehude sagen, Hochzeitssuppe. Und zwar die klare. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Und wenn wir so eine feine Suppe kochen wollen, brauchen wir als allererstes eine Brühe. Und ich sage euch an dieser Stelle schon einmal, das Kochen selber ist super einfach. Die Zubereitung geht super schnell, nur das Kochen, das dauert sehr lange, weil eine Rinderbrühe braucht halt Kraft. Und wo bekommen wir die Kraft her? Ganz einfach. Und zwar habe ich hier zwei Beinscheiben und ich habe mir auch noch drei richtig schöne Knochen von meinem Lieblingsschlachter besorgt. Also, der Knochen ist nicht vom Schlachter, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir haben hier Suppengemüse. Und zwar hat die liebe Carmen hier schon mal eine Karotte geschält. Wir haben hier unten die Sellerieschale, weil das Stückchen Sellerie aus unserem Gemüsebund wollen wir nachher als Einlage haben. Wir haben das nicht so ansehnliche obere Grün vom Lauch. Hier ist es aber wichtig zu beachten, dass gerade wenn es so dunkel ist, steckt da am meisten Kraft drin. Die Petersilie werden wir auskochen, über die Karotte habe ich schon referiert. Und dann noch hier unsere Zwiebel. Ich habe hier so eine kleine Zwiebel durchgeschnitten und in der Pfanne trocken, ohne Öl, nur angeröstet. Weil, ihr kennt es, die Zwiebelschalen bringen schon Geschmack und Farbe mit. Und wenn wir das anrösten, unterstützen wir das Ganze noch viel mehr. In unser fast kochendes Wasser gebe ich jetzt zuallererst einmal meine Beinscheiben und den Knochen hinein. Schaut euch bitte die Qualität an. Mein Lieblingsschlachter Lars hat da wieder ordentlich was herausgesucht. Brühe hat ja was mit Auslaugen zu tun, deswegen geben wir da jetzt schon mal gleich kräftig Salz dazu. Ich würde für diesen großen Topf vorschlagen, wir nehmen jetzt erstmal 4 Teelöffel Salz. Und da können wir auch gleich unser ganzes Gemüse dazugeben. Einfach hinein, das ist natürlich geputzt, das ist gewaschen, das ist alles klar. Auch unsere Zwiebel kommt da jetzt mit hinein. Schau mal, es sieht doch jetzt schon nach Brühe aus. Und unsere Sellerieschale, weil das ist zu schade zum Wegschmeißen. So, das kochen wir da jetzt alles drinne aus. Auf diese Menge gebe ich jetzt mal 2 gehäufte Teelöffel Pfefferkörner. Dann einen Löffel voll Piment, 3 Nelken, 1, 2, 3, 2 große Lorbeerblätter. Und dass diese Gewürze jetzt hier frei schwimmen, stört mich überhaupt nicht, weil die gesamte Brühe wird nachher durch ein Tuch in einen anderen Topf hinein passiert, sodass dann automatisch alle Gewürze draußen sind. Diesen Topf schalten wir jetzt ein und lassen ihn wenigstens 4 Stunden vor sich hin köcheln. Es wird höchste Zeit, sich um die Einlage zu kümmern, denn bis jetzt haben wir ja nur eine klare Brühe. Je gleichmäßiger ihr das Gemüse schneidet, umso hübscher, sage ich jetzt mal. Der Geschmack ist immer der gleiche. Aber umso hübscher ist eigentlich die Suppe nachher in der Tasse. Und es hat noch einen ganz wichtigen Grund. Wenn ihr die Gemüsewürfel gleichmäßig schneidet, dann wird auch das Gemüse gleichmäßig gar. Und dieses Gemüse geben wir nachher, wenn die Suppe passiert ist, im letzten Moment hinein, lassen das nochmal 10 Minuten köcheln, sodass wir Farbe, Geschmack und auch noch Vitamine haben. Die zweite Einlage neben unserem Gemüse ist der Eierstich. Und Eierstich ist das Einfachste, was ihr euch vorstellen könnt. Was wir dazu brauchen zum Eierstich, die große Überraschung, wir brauchen Eier. Und wir nehmen jetzt mal 3 Stück. Und was wir außerdem noch brauchen, ist Milch. Tatsächlich fangen wir mit den Eiern an, weil wir brauchen ja das genaue Volumen. So, das ist ja wirklich super einfach. Und was sehen wir, Carmen? Es sind genau 200 ml. So, und wir geben jetzt praktisch so viel Milch dazu, dass wir praktisch jetzt auf 400 ml kommen. So. So, darauf geben wir jetzt so einen gestrichenen Teelöffel Salz. Ein wenig Muskatnuss, muss gar nicht viel sein. Ich sag jetzt mal so, kann man das so sehen in der Kamera? Ja. So eine kräftige Messerspitze voll. Und dasselbe auch an Pfeffer. So, das geben wir da jetzt alles drauf. Und jetzt wird das gemixt mit dem Pürierstab. Das ist ja nun wirklich das einfachste Rezept der Welt. Ein Teil Ei, ein Teil Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Super einfach.
Jetzt wird es allerdings ein bisschen anspruchsvoller. Ihr nehmt euch so eine Schale von einer ganz bestimmten Marke, geht aber auch jede andere. Und da können wir das jetzt praktisch direkt reingießen. Haben wir wieder das Problem, wie kriegen wir das da wieder raus? Deswegen nehme ich ein wenig Klarsichtfolie und lege das damit erstmal aus. Versuche das mal so ansatzweise knitterfrei hineinzubekommen. Es geht nur darum, dass ich nachher die Masse nachher sehr schnell aus dieser Schale herausbekomme. Und da gieße ich jetzt meine Eierstichmasse einfach drauf. So. Jetzt kann man das noch ein bisschen gerade zupfen, weil wir haben ja jetzt ein Gegengewicht. Machen wir einen Deckel drauf. So. Und das kommt jetzt in siedend heißes Wasser hinein. Und was jetzt passiert, das wird nicht, schaut mal, das schwimmt nicht gerade. Deswegen habe ich so wahnsinnig viel Wasser genommen, weil der Deckel, den ich da jetzt drauf tue, der hält mir das Ganze gerade. Und das pochieren wir jetzt eine Stunde. Schritt Nummer 3. Die Brühe ist fast fertig. Der Eierstich köchelt vor sich hin. Der wird nachher nur noch kalt gestellt, damit wir ihn einmal besser schneiden können. Dritte Zutat sind unsere Fleischklößchen. Da wir eine Rinderbrühe gekocht haben, habe ich jetzt hier auch 100 Gramm von unserem Rindfleisch. Einfach nur so ein Drittel Brötchen für 100 Gramm ist das mehr als ausreichend. Das habe ich mal eben in Wasser eingeweicht. Das wird jetzt schön ausgedrückt. Pfeffer drauf, auch wieder was von meiner geriebenen Muskatnuss, jetzt nicht so viel. Und etwas Salz. Und das mischen wir jetzt alles durch mit einer Gabel. Und so drehen wir jetzt für 4 Personen unsere 100 Gramm Rindfleischmasse einfach mal eben zu Klößchen. So, und der letzte Kloß, jetzt hier fertig. Diese Klößchen kann man wunderbar vorproduzieren. Gar kochen, auf ein Blech geben, bisschen Klarsichtfolie drunter, die Klößchen, die garen Klößchen draufgeben, einfrieren, später in eine Tüte rein, Knoten drauf, hält sich ewig. Wunderbare Vorbereitung und immer wenn ihr mal Klößchen braucht, habt ihr welche fertig. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr so eine Platte habt oder einen Teller mit euren Klößchen, nehmt euer leicht gesalzenes Wasser und schüttet da einfach hinten so ein bisschen was drauf. Schaut mal, ich mache gar nichts und da kommen sie von ganz alleine. So, cool, oder? Ja, das ist echt cool. Da sind sie, unsere kleinen Rindfleischklößchen. Und jetzt nehmen wir sie heraus. Dann lassen sie ein bisschen auskühlen und dann kommen sie später als Suppeneinlage wohl dosiert in die Suppentassen. Ich muss mal einprobieren. Carmen muss schon wieder probieren, immer wenn irgendetwas Nahrhaftes auf dem Tisch steht. Mm. Und? Lecker. Gut Ding will Weile haben, da ist sie also, unsere Rinderbrühe. Und als kleiner Beweis, dass diese Brühe auch wirklich lange auf dem Herd gestanden hat, sie ist so um 2 Zentimeter ungefähr reduziert. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen, jetzt nehmen wir erstmal das Fleisch heraus, unsere Beinscheiben. Schau mal, wie gar es ist. Es hat seinen ganzen Geschmack an die Brühe abgegeben. Das lassen wir einen kleinen Moment auskühlen und in der Zwischenzeit passieren wir unsere Brühe. Ich habe jetzt hier unseren zweiten Topf. Da ist ein Sieb. Auf dem Sieb legen wir ein sauberes Geschirrhandtuch und schaut euch die Farbe der Brühe an. So darf doch eine Rinderbrühe aussehen. Und das geben wir jetzt hier ganz vorsichtig durch unser Sieb. Und ihr könnt erkennen, die ganzen Eiweißstoffe von unserem Fleisch, die ganzen kleinen Krümel, bleiben jetzt im Tuch gefangen, sodass wir auf der anderen Seite eine super klare Brühe bekommen. Und wenn zum Schluss die Brühe nicht mehr laufen will, bitte jetzt nicht drücken und großartig quetschen, sondern ihr könnt jetzt das Tuch einfach nur ein Stückchen weiterziehen und ihr seht, dann habt ihr wieder sauberes Tuch und die Brühe läuft ganz von alleine da einmal durch. Und unsere Brühe bringen wir jetzt wieder zum Kochen und dann kommt das Gemüse da rein. Das sieht doch schon gut aus. Wie bei Großmutter. Schön geschnibbelt, ne? Ja, hier haben wir jetzt unseren Eierstich. Wow. Kannst du jetzt hier auf deinem Brett einfach so in Stückchen schneiden. Ist aber echt einfach, ne? Es ist so super einfach. Es lohnt sich wirklich nicht, diese Industrieprodukte tiefgekühlt zu kaufen. Schau mal. Wow. So, liebe Kamerafrau, das Stück kriegst du. Mal probieren. Lecker. Ist gut, oder? Besser als die
Naja, also ich bitte dich. Was sagst du? Das sieht total lecker aus. Und es duftet. Ja. Und wenn du mal über unsere Zutaten rüber filmen magst, hier Eierstich geschnitten, unsere Klößchen. Wir geben zu, es waren vorher mehr, aber wir haben die ganze Zeit genascht. Und dann hier unser ganzes Suppenfleisch haben wir auch schon mal vorbereitet. So, unser Gemüse ist fast gar, es hat noch Biss. Da geben wir jetzt erst einmal das Fleisch dazu, was wir hier von unseren Beinscheiben haben. Und schaut mal, was zwei Beinscheiben an Fleisch ergeben, das ist der Hammer. Jetzt müssen aber unsere Klöße aber auch schnell rein, bevor wir gar keine mehr haben. Die sind aber auch lecker. Das lassen wir einmal aufkochen. Mit dem Eierstich bitte ganz zum Schluss oder ein kleiner Tipp, gebt den Eierstich direkt in die Terrine hinein, dann habt ihr ihn nicht kaputt durch das Umrühren. So, jetzt wollen wir mal probieren. Kleiner Tipp, benutzt immer so einen Teller, weil dann ist die Brühe sofort abgekühlt und ihr verbrennt euch nicht das Schnäuzchen. Mmh. Wow. Mmh. Weil das Ergebnis ist der Hammer. Und wir haben wenigstens für 2 Tage gutes Essen. Ihr Lieben, wem das gefällt, der möge uns einen Daumen hoch geben. Ein Abo, ein kostenloses Abo unseres Kanales ist sehr zu empfehlen, oder Kamerafrau Carmen? Unbedingt. Und was auch noch immer noch wahr ist. Wir haben euch lieb. Aber wie? Tschüss, ihr Lieben.